Hallo, heute geht's mal mit was Handfestem weiter. Mal mit einer richtigen Entladekennlinie von so einem REMF, ne, wo man auch wirklich sich was rausnehmen kann davon. Viele werden sich da fragen, wo ist denn da die extra Leistung in einem Akku gespeichert? Und das mit Recht, ne, weil es geht um Folgendes. Solche normal 12 Volt Bleibatterien, die sollte man ja nur bis 11 Volt, 10,5 Volt entladen. Ne? Und falls da jetzt jemand Kapazitätsvergleiche macht, ne, und die nur bis 11 Volt entlädt, dann zweifle ich ein bisschen dran, dass mit REEMF an Kapazität da viel mehr zu machen ist, als original schon möglich ist, ne, wenn sie neu ist und alles noch in Ordnung ist. Also das bringt da nichts, aber ich kann mich an Geschichten erinnern, die mich ja zu dem Test hier bewegt haben, die da erzählt haben. Ne? Wir haben jemanden, der so ein Elektroboot hat und Batterien dafür braucht, so ein REMF-Ladegerät aufgeschwatzt, auf gut Deutsch. Und das hat ihm so gut gefallen, dass er gemeint hat, er käme mit seinem Elektroboot fast das Doppelte, also fast doppelt so weit wie vorher. Nein, doch. Mit der normalen Batterie. Ne? Und bei den Elektrobooten ist es so, ganz einfach, ne? Da ist keine Abschaltung dazwischen, ne? Da wird gezogen, bis nichts mehr geht. Ne? Und das heißt, also entweder ist durch die REMF-Ladung in dem Bereich zwischen 13 Volt und 10,5 Volt die Extrakapazität drin oder eben darunter. Ne? Und jetzt sieht es momentan so aus, als ob so eine Blei-G-Batterie dann auch unterhalb von 10,5 Volt noch ordentlich Leistung hat, ne? Da wo normalerweise die Kennlinie so einen steilen Knick macht, macht sie nochmal ganz so einen steilen, dass die macht da auch noch einen Knick. Ne? Es geht dann trotzdem schneller als in dem optimalen Bereich, aber eben nicht mehr ganz so schnell. Ne? Und da kann man einen Haufen Laufzeit eben bei elektromotorbetriebenen Geräten rausholen. Der Elektromotor wird dann natürlich langsamer, ist klar, aber er läuft noch. Ne? Er kriegt dann nicht dann sofort ab und ja. Nein, doch. Oh. Natürlich müsste es dafür trotzdem eine zyklenfeste Batterie sein, also eine Batterie, die dafür ausgelegt ist, auch noch auf 9 Volt oder 8 Volt zu laufen. Die haben dann dickere Platten meistens. Und eine andere Geschichte war die, dass ganz am Anfang auf Facebook in der Gruppe, ich nenne jetzt den Namen mal nicht, aber wer Bescheid weiß da schon, wen ich meine, der hatte mal wochenlang, eine Woche lang, wenn wir mal übertreiben, einen kleinen Lüfter Bedini an so einem Akku, das lass es ein 7 Ampere Stunden Akku gewesen sein. Jedenfalls war da in einem Kompressor eingebaut, so einem Ladegerät, ne, zum Reifen mit Luft befüllen, so rum. Und er hat sich geärgert zuerst, ne, weil die Voltzahl nicht höher stieg mit seinem Bedini. Ne. Es hat sich da nicht viel getan. Aber dann hat er nach einer Woche sich dann doch mal das Herz genommen, hat dann seinen Kompressor mal angeschlossen und er hat gedacht, er sieht nicht richtig, weil er da auf 10 Volt oder 9 Volt so fröhlich stundenlang vor sich hin duckelte und nicht ausgehen wollte. Und das hat er vorher definitiv nicht gemacht, hat er gemeint. Vorher unter 10 Volt ist dann sofort die Kennlinie sofort abgesackt und da war nichts mehr mit Last. Und nach der Bedini-Ladung, mit diesen Back-EMF-Pulsen, sind die untersten Voltzahlen freigezockt worden, was die Leistung betrifft sozusagen. Nein, doch. Oh. Ja. Das ist jetzt bei Bleiakkus wohl bekannt. Ne? Durch die Bedini-Technik dürfte das mittlerweile eigentlich jeder, der sich damit beschäftigt, wissen, wo da der Leistungsgewinn zu suchen ist bei den Akkus. Ne? Die werden von unten her viel dichter, so geht es mir im Kopf rum. Naja, nicht gerade professionell ausgedrückt, aber wer da Bescheid weiß, weiß schon, wie ich es meine. So, die Regenerierungswirkung bei Bleiakkus ist ja auch offiziell kein Geheimnis mehr, ne? Da wird das Sulfat gerefresht und runtergehauen von den Platten und da hast du nicht gesehen. So, jetzt haben wir ja aber die Lithium-Akkus, ne? Die hier in unseren Handys verbaut sind und da heißt es offiziell, ja, da geht überhaupt gar nichts zu machen, ne? Ist einmal die Kapazität weg, dann ist sie weg und das Kupfer da drin löst sich auf und da ist nie wieder was zu machen, ne? Und naja, so wächst man auf, wenn man sich darüber offiziell informiert. Und wenn man dann mal Not am Mann hat, gar keine Akkus mehr hat und nur noch REMF-Charger hat,
dann eröffnen sich manchmal ganz neue Welten und man hat mehr Fragen als vorher sozusagen. Man hat zwar wieder funktionierende Akkus, aber ja, wo funktionieren die denn nächst besser, ist die Frage. Ganz simpel habe ich damals angefangen mit Handy-Akkus. Ne, da kann nicht viel passieren. Wenn mal einer in die Luft gehen sollte, dann ist nicht ganz so eine große Sauerei, habe ich mir gedacht. Bis jetzt nichts passiert. Ne? Weiterhin Daumen drücken. Und die Erfahrung diesbezüglich war so. Akku geladen. Ne, bei Lithium-Akkus war es nicht so. Ne, die müssen schon noch so mindestens 3,3 Volt haben, dass es optimal funktioniert oder 3 Volt. Also mit tief entladenen Lithium-Akkus rate ich ab. Die werden auch mit EMF-Charger nichts mehr. Aber welche, die so bei 3 Volt oder 3,3 Volt dann stehen bleiben, wenn sie entladen worden sind, die sind noch in Ordnung. So. Und das war so einer gewesen, aber halt keine Kapazität mehr. Ha, peng, peng, tü, tü. Und jetzt ist es so, dass das hier ungefähr das Normale jetzt ist bei meinem Handy. Und zwar, der will immer, dass ich mein Handy laden soll. Ne? Schnell anschließen, weil die Akkuladung reicht nur noch für so und so lang. Tja, jetzt ist es in der Praxis aber so, ne, wenn mich jetzt hier jemand anrufen würde, ne, könnte ich mit dem stundenlang telefonieren. Und so wie es momentan ist, morgen Mittag ist der vielleicht bei 5% oder so. Und dann könnte ich wieder jemanden anrufen und mit dem immer noch 20 Minuten telefonieren. Und das war vorher definitiv nicht der Fall gewesen. Nein, doch. Oh. Ne, also wenn der mir hier, bevor der Akku jemals einen EMF-Charger gesehen hat, gesagt hat, hier sind nur noch 15%, ne, dann hätte ich schon ans Ladegerät anschließen müssen, weil in den nächsten paar Stunden wäre er dann aus gewesen. Aber der hält jetzt noch mindestens einen Tag, ne, und auch machen kann ich damit noch total viel. Das zeigt mir jetzt, dass bei den Lithium-Akkus die untersten Voltzahlen jetzt auch freigezockt wurden. Ne, genau wie bei der Bedini-Ladung bei den Blei-Akkus, scheint es jetzt hier so bei den Lithium-Akkus auch zu sein. Das habe ich vom Handy her gesehen, ne, und jetzt bin ich auf die Suche gegangen, ne, ob das halt bei größeren auch der Fall ist. In die Hände gefallen ist mir so ein Akku, 36 Volt, 4,4 Amperestunden, ist original eingebaut in einem Rasenmäherroboter. Und jemand hier aus der Gegend hat mitgekriegt, was ich mache, und der wollte mal schauen, ob das wirklich funktioniert, und hat den mir netterweise gespendet. Ne? Endlich mal ein Akku, wo ich die Vorgeschichte weiß, das ist Gold wert, wirklich. Und hier ist die Vorgeschichte so, dass er jetzt 2 Jahre alt ist, immer im Rasenmäher-Roboter drin war und jetzt ungefähr nur noch halb so lang hält wie am Anfang. Genau das, was ich brauche. Nichts, was durch Überlastung, ne, durch irgendwelche Akkuschrauben einen Kurzschluss gekriegt hat und wo die Zellen komplett tief entladen sind. Nee, hier sind noch alle Zellen wunderbar in Ordnung. Ich schätze auch mal, dass sie gut ausbalanciert sind. Das habe ich noch nicht getestet. Das wäre auch noch eine Option, dann hier Optimierung reinzubringen. Aber ich wollte es erstmal so testen. Und damit konnten wir was anfangen. Was Verlässliches. Er wurde praktisch mit dem Originalladegerät geladen. So, hier schaut das Originalladegerät davon aus. Total leicht, also viel dürfte nicht drin sein. Aufgemacht habe ich es noch nicht. Und das steht hinten drauf, ne, dass er ungefähr mit 1 Ampere dann den 36 Volt Akku lädt. Ich weiß nicht, welche Ladeschlussspannung er hat, aber so um die 41,5 Volt habe er gehabt, als er herkam. Und mir wurde gesagt, dass er voll geladen wurde, ne, mit dem Ladegerät, bis hier gesagt wurde, der ist voll. Und dann habe ich den Entladetest gestartet damit. Und zwar mit dem einstellbaren Potti, dem kleinen feinen Ding. Auf 172 Ohm musste ich es einstellen, dass es um die 650 bis 600 Milliampere eben erreicht zum Entladen bei 4,4 Amperestunden Akkus. Habe ich das ganz in Ordnung gefunden und habe dann die Zeiten notiert, wie lange es eben braucht, bis er von seiner Startspannung von 41,4, habe ich vorhin gesagt, ne, runtergefallen ist auf eine Spannung, wo so ein Akku normalerweise abkackt. Ne, normalerweise ist es so bei 3,7 Volt, ne, bei 10 Zellen in Reihe ist es ungefähr bei 37 Volt dann, wo der Abkackpunkt ist. Und das war auch so gewesen.
Also, wie wir hier sehen, bis 15 Uhr glatt hat er mit einer konstanten Entladelinie entladen und dann 15.21 Uhr von 7,2 Volt innerhalb von 4 Minuten auf 37,2 Volt auf 37,0 Volt. Das heißt, ein Spannungsabfall von 0,2 Volt innerhalb von 4 Minuten. Ne, und das war für mich klar durch die Erfahrung, dass das der berühmt-berüchtigte Abkankpunkt ist. Und der hat mir gereicht. Ne, das heißt 0,2 Volt auf 4 Minuten, ab 37 Volt. Und auf der Basis habe ich dann weitergemacht. Es wurde dann erstmal geladen mit dem REMF-Charger. Da habe ich aus Juxendalerei auch mal die Zeiten und die Ströme aufgeschrieben, mit was ich es geladen habe. Hier sind die Ströme, mit was ich es entladen habe. Und das war dann der zweite Durchgang mit dem Entladen. Ne? Nachdem er fertig gewesen ist mit Laden auf 43,0 Volt, habe ich mal als Ladeschlussspannung gesetzt. Ne? Bis dahin habe ich gewartet, bis der REMF-Charger den Akku auf der Spannung hatte und dann abgeklemmt. Und dann war ich bei einer Ladeschlussspannung bei 42 Volt. Ja, habe 24 Stunden gewartet und habe dann die Ladeschlussspannung gemessen. Da war sie dann bei 42,0 Volt und habe dann wieder den Entladetest mit dem genau demselben Widerstand gemacht. 172 Ohm hatte ich, glaube ich, gesagt. Habe dann die Zeiten notiert und kam am Ende raus, dass er ab dem berühmt-berüchtigten Abkackpunkt, ne, wo dann die Linie so einen Knick macht, nur noch 0,1 Volt alle 4 Minuten hatte. Nein, doch. Oh. Also von 0,2 Volt alle 4 Minuten auf 0,1 Volt alle 4 Minuten. Das war schon am Ende hin ein ganz schöner Gewinn. Das hat am Ende hin schon mal eine Viertelstunde gebracht, was er länger gelaufen ist. Und dann habe ich ihn auch ein zweites Mal geladen. Und beim zweiten Durchgang sah es dann sogar noch besser aus. Da habt ihr dann nur noch 0,1 Volt alle 5 Minuten verloren, ab 37 Volt ungefähr. Und das war genau das, was ich sehen wollte. Ja, schön, dass es geklappt hat. Ja, dann hier nochmal im Detail, wie die zwei Entlader. Also die rote Kennlinie ist die nach dem ersten Entladen. Hier oben, das stimmt nicht. Ne? Die rote Kennlinie müsste viel weiter rüber sein. Da habe ich vergessen, Messwerte zu machen. Also von daher deckt sich die erste und die zweite Entladekennlinie. Die erste und die zweite, das eine ist die rote, das andere ist die graue. Die decken sich so halbwegs, bis eben am Ende dann der Akku nach dem zweiten Entladedurchgang durchaus wieder mal 2-3 Minuten länger hinkommt als vorher. Das heißt für mich, dass mit jeder REMF-Ladung hier hinten diese Linie flacher und flacher werden kann, bis sie dann die Original-Kennlinie eben erreicht. Ne? Und ja, ne, ab dem, dann hat sie wieder richtig Leistung in den unteren Voltzahlen. Bis 3,3 Volt kann man die ja eigentlich entladen, normalerweise solche Lithium-Akkus. Und wäre schön, wenn die Entladekennlinie bis zu den 3,3 Volt bei gleicher Belastung gleich bliebe. Dann halten die Geräte nämlich auch viel länger mit einer Akkuladung. Ja, das waren die genauen Zahlen gewesen. Hier ist nochmal das fix zusammengeschusterte REMF-Ladegerät, was ich dazu benutzt habe. Einfach nur zwei LED-Treiber, die bis 12 Watt gehen, ne, von 24 bis 44 Volt. Kondi drüber gemacht, 75 Volt, 2200 Mikrofarad am Input, ne, des REMFs. Hier ist der Output vom REMF und dann damit einfach zweimal diesen Akku geladen. Ja, warum das jetzt so ist, von der Chemie her, keine Ahnung, fragt mich, ne? Wir erklären es uns selber. Na, das ist das Allerbeste. Okay, wie auch immer, es geht. Bim, Werbung. Das REMF-Charger-Modul 10 Ampere-Version ist jetzt erhältlich. Lädt alles, was ladbar ist, noch besser. Mit Dreifachumschaltung für
für fixen Spannungsinput. Wer ein regelbares Netzteil hat, der hat es natürlich noch besser, aber wer einen fixen Input hat, wie Solarzelle oder irgendein Netzteil, hat hier drei verschiedene Output-Einstellungen, damit die Batterie nur das abbekommt, was sie abbekommen soll. Modul.